So, da sind wir auch schon wieder zurück. Auf YouTube natürlich hoffentlich schön zusammengeschnitten, wenn ich es nicht vergesse. Maus wieder voll im Bild, ey. Ich geh mir mal auf den Senkel. So. Ein Meteorit haben wir. Weiß gar nicht, was wir mit dem anfangen können. Aber auch noch gar nicht gesehen, dass wir den irgendwo brauchen. Den würde ich aber nicht verkaufen, weil wir bloß einen haben. Bin aber gleich mal im Shop gucken, was wir unsere Fische bringen. Ah, du bist der Wächter. Was machst du? Abgelenkte Maschine. Ja, dann will ich dich nicht stören. Unten leuchtet was rot. Ach ja, Shop. Du warst Waffenhändler? Du bist die Händlermaschine. Was gibt's denn bei dir Schönes? Verdiente RAF. Davon könnte man eigentlich, wenn man genug Kohle hat, ein paar mehr kaufen und die zusammenfügen, ne? Eigentlich ja, ne? Verkaufen mir die Fische? An wen könnten wir denn die Fische verkaufen? Benzinfeinung? Ne, 2% des ausgeteilten Schadens als Lebenspunkte. Meine Mitglied, dass wir das haben. Wo und wie könnten wir denn die Fische verkaufen? Hier ist er doch. Uh. 5000. Na, mein 500 für die Makrele. Für die Ölsardine gibt man 3,5. Wissen wir ja, wo wir die herkriegen. Koi-Karpfen bringt auch 2,5. Das mit dem Fischen lohnt sich aber. Das der Karpfen bringt 2000 pro Stück. Oh, dann wäre ich mal eine. Ja, die eine Masse will ich nicht verkaufen. Davon haben wir. Von Menschen genutzte Ohrringe kann verkauft werden. Schönes Halsband. Ich weiß nicht, ob wir damit was anfangen können, weil die haben ein anderes Symbol. Die haben ja diese Box als Symbol. Genau wie das Maschinenöl. Naturkautschuk nehmen wir auch zum, sag schon zum Upgraden. Echte Batterie, unbenutzbare Batterie haben wir bloß eine. Schienbein haben wir schon drei. Okay. Echtes Kabel, rostiger Bolzen. Den der Spule haben wir bloß vier Stück. Haben wir nicht welche eingesammelt? Hier verbeulte Platte, schon ein paar Golderz, abgebautes Erz mit Gold. Menschen haben Gold auf wertvoll betrachtet, doch für Maschinen ist es wertlos. Weiß nicht, wieso ist das Gold wertlos für die Maschinen? Kupfererz. Das sind die Fähigkeiten. Ne? Wir behalten das Zeug einfach mal. Ja, komm. Ich will mit deinem Kollegen reden. Wachmann. Es gab ein riesiges Erdbeben, also okay. Ist man gut auf alles, auf sowas vorbereitet? Hat man keinen Grund zur Klage? Schau mal, ob dir was gefällt. Ja. Hast du neue Waffen? Maschinenaxt. Relativ langsam, viel Schaden. Maschinenschwert. Nicht so doll. Maschinenspeer. Ne, gefällt mir nicht so das Zeug. Oh, für den haben wir alles zusammen. Titanlegierung haben wir drei Stück. Gucken wir erstmal, mit denen wir anders brauchen. Pyrit haben wir eins. Ich weiß nicht, wo wir das gefunden haben. Ich habe schon wieder vergessen.
Aber ich glaube, das war eine Kiste, so dass es nicht noch was spawnt. Oder lag das irgendwo in der Ecke? Aber ich habe noch nicht aufgepasst, ob das, was in die Ecken spawnt, was wir aufsammeln können, ob das immer dasselbe ist. Oh, gedehnte Spule, wir brauchen nur eine. Tierfell, 5 Stück. Ja, die kriegen wir doch easy. Ja, die Tierfälle sind kein Problem. Das ist ja ziemlich billig in im Upgrade sogar. Rostige Klumpen finden wir relativ oft. Tierfälle ist easy zu kriegen. Kristall finden wir auch sehr oft. Der braucht noch Pyrit. Ja, also das nächste Mal Tierfälle mitnehmen, wenn wir in der Stadt sind. Wir gehen jetzt nicht erst wieder in die Stadt. Nein, 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 nein. Aber wir gehen mal zu unserem John Paul. Ne, der hat gerade nichts für uns. Hallo? Super, Decade. Ja, gib mal her, was du hast. Geld, 650, cool. Ich glaube, unten war noch was an Aufgaben. Gehen wir kurz runter. Aber ich will die Kisten endlich öffnen können, ey. Das nervt mich tierisch. Wie ging es denn runter? Da warst du? Vatermaschine, die anderen sind aber weg. Willkommen in unserem Dorf. Ach, ich weiß, wer unten auf uns wartet. Da oben ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Oh, sieht genau aus wie die Kiste. Das Mädchen wartet doch noch unten. Aber wie ging's runter? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier geht's doch raus. Ja? Hä? Wo ging's runter? Ne, hier nicht. Waren wir ja gerade. War das doch beim Shop hier unten? Hä? Liegt da schon wieder jemand? Quint! Ja. Quint, was hast du Schönes? Geld, 520. Ja. Nicht schlecht, damit schon über 1000 wieder, nur von dem. Hallo! Geh runter! Hä? Wieso regenerieren wir jetzt Leben? Warum haben wir denn Leben verloren? Ja, ich bräuchte eigentlich deine Feder, ne? Das Beben hat mich erschreckt und mir ist ein Rumpfteil abhanden gekommen. Das ist ungut. Wo ist es bloß abgeblieben? Ja. Ja, die Dorfnutte! Na, Dorfnutte! Was geht? Ich darf nicht zulassen, dass mir andere Frauen zuvorkommen. Ich muss Meister Job Paul sofort einen neuen Brief schreiben. Ja, mach mal. Ich glaube, du hast andere Talente als Briefschreiben. Ah, hier ging es runter. Ah, sehr schön. Nein. Ja, hier ist eine neue Aufgabe. Wir wollen aber erstmal gucken, ob die Kleid jetzt gut nach Hause gekommen ist. Das ist die große Schwester, ne? Und das ist die kleine Schwester. Reden wir erstmal mit der Kleinen. Danke, dass ihr mir bei der Suche geholfen habt. Das haben wir gar nicht. Ich verspreche euch, dass ich meiner Schwester keine Sorgen mehr bereite. Ja, möchte hoffen. Hier, Kollege, du musst ja noch was erklären, ne? Hast du versprochen. Große Schwestermaschine. Danke, dass ihr meine Schwester zurückgebracht habt. Dank des Teils, das sie gefunden hat, fühle ich mich schon viel besser. Bitte nimm dies. Blaue Schleife, 500 Gold, 5000 und 750 Erfahrung. Cool. Ne? Ändert die Musik, wenn wir bei denen stehen.
Yep. So, jetzt gucken wir mal, was die von uns wollen hier. Widerstandsmitglied? Ah! Oh nein! Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Gnade, bitte, lass uns einfach gehen. Ich glaube, hier liegt ein kleines Missverständnis vor. Du meinst, du bist nicht hier, um uns einzusperren? Nein. Augenblick mal, warum glaubst du, sollte ich euch einsperren? Wir sind vom Widerstand desertiert. Ihr seid was? Wir wollten nur einen Ort finden, an dem wir beide im Frieden leben können. Das ist so schlimm. Bitte sagt niemanden, dass wir hier sind. Bitte. Wir gehören nicht dem Widerstand an. Wir sind Jora. Wir sind nicht verpflichtet, euch euren Vorgesetzten zu melden. Gott sei Dank. Trotzdem werden sie auch euch irgendwann finden, wenn ihr hier bleibt. Wir haben keine Wahl. Meine Bewegungsfunktionen sind defekt. Und uns fehlen die nötigen Materialien für eine Reparatur. Ich nehme nicht an, dass ihr zufällig diese Materialien bringen könntet. Wir? Wir selbst können sie nicht besorgen. Wenn wir diesen Ort verlassen, werden wir bestimmt entdeckt. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber wir versprechen euch dafür zu belohnen. Nö, kann man eigentlich helfen. Vielen Dank, wir brauchen nur eine komplizierte Apparatur, um die Reparaturen durchzuführen. Ich habe eine bei der verlassenen Fabrik gesehen. Da waren wir doch erst. Kannst du das nicht vorher sagen? Kannst du doch anbimmeln, Junge. Oh, danke noch einmal. Wir wissen, dass ihr das schaffen könnt. Ja, klar. Aber du hättest eher Bescheid sagen können. Da war ich erst. Ah, nee. Hä? Maschine am Rande? Hat er was in der Kiste? Ja, Kollege, bist du irgendwie bescheuert? Ich will mit dir reden. Ich habe diesen Ort voll ausgekostet und würde gern bald woanders leben, aber das wird noch dauern. Dieser Typ hat es wirklich nicht so mit Pünktlichkeit. Vielleicht hat er es satt, ständig zum Tragen gebeten zu werden. Hä? Egal. Los, runter. Die richtige Leiter ist... hier. Na, und hoch. Lass hochgehen. Geht doch. So, gehen wir zu Pascal. Endlich. Ich glaube, vor 5 Stunden habe ich das erste Mal gesagt, dass... wie lange streamen wir jetzt? Fast 5 Stunden, ja. Kommt hin. Habe ich gesagt, dass wir mit der Hauptmission weitermachen und nur einen Pott suchen wollen. Vorher. Ja, 4 Stunden, 40 Minuten später sind wir bei Pascal angekommen. Ja, mach Licht aus, Pott. Ja. Die beiden Kindmaschinen stehen hier. Das hat ganz schön gewackelt, oder? Und es war so laut. Ich habe einen lauten Knall gehört. Ich hätte ein bisschen Angst. Aber es war auch irgendwie lustig. So, Pascal? It's 9S and 2B, yes? Those machines cost quite the ruckus, don't you think? We need to talk. Of course. I'll help however I can. Okay, wir fragen erstmal nach seinem Pazifismus. Pascal, warum hast du